Hi Leute, heute habe ich ein interessantes Thema für euch. Es geht um Energiethemen rund um den Hausbau und was ihr da beachten solltet, damit ihr euer Eigenheim ordentlich aufwertet und auf der anderen Seite ordentlich Geld spart. Seid ihr gespannt? Dann los! Und vorher Glocke aktivieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keins meiner Videos. Also das Thema habe ich neulich auf der Straße im Vorbeigehen aufgeschnappt, als sich ein junges Pärchen darüber unterhalten hat. Und ich dachte so, Mensch, das ist doch auch was für meine Zuschauer. Und da mein Papa damals mein Elternhaus gebaut hat, habe ich ihn direkt für diese Sendung verpflichtet. Papa, wie war das denn damals bei euch mit dem Hausbau? Oh, das war echt ganz schön stressig, aber auch total spannend und schön. Und ich habe unheimlich viel dazugelernt, was ich heute besser machen würde, weil ich jetzt etwas mehr Erfahrung habe. Deine Mama und ich hatten damals das Grundstück gekauft. Das war so ein tolles Angebot und wir haben sofort zugeschlagen. Es ging dann fast alles ein bisschen schnell. Wir hatten noch gar keine Ahnung, wie soll das Haus richtig aussehen und wie es nach dem Grundstückskauf weitergeht. Und wie habt ihr das dann gemacht? Naja, zunächst einmal musst du mit einem Architekten einen Bauantrag einreichen. Und wenn dieser dann genehmigt ist und es losgeht mit dem Hausbau, dann braucht ihr Baustrom. Denn ohne Strom läuft ja keine dieser Maschinen. Und der Strom muss ja erstmal irgendwie zur Baustelle kommen. Den Baustrom beantragt normalerweise der Elektriker beim Netzbetreiber. Dafür habe ich einen Link rausgesucht. Den findet ihr hier. Abgesehen vom Baustrom gibt es noch viel mehr, wobei man rund um die Energie im Eigenheim achten muss. Was zum Beispiel total wichtig ist, plant genug Steckdosen ein. Boah, ja, als ich damals in meinem Zimmer die Möbel umgestellt hatte, hatte ich plötzlich keine Steckdose mehr am Bett. Also plant genug Steckdosen ein, besonders im Bad, im Wohn- und Schlafzimmer und in der Küche. Stimmt, das würde ich aus heutiger Sicht auch machen. Und ich würde auch gleich darauf achten, dass in der Garage ein Anschluss für eine Stromtankstelle, also eine Wallbox, liegt. Denn selbst wenn man jetzt noch kein E-Auto hat, das kann sich ja ändern und dann ist man schon vorbereitet. Nachrüsten kostet deutlich mehr. Ich habe mir ja gerade ein E-Auto gekauft, ich weiß da Bescheid. Ich habe euch dafür hier einen Link mitgebracht. Und nicht vergessen, dass man das Haus auch für einen Glasfaseranschluss vorbereitet, falls nicht eh schon einer gelegt ist. Also direkt auf die richtigen Leitungen achten. Und ihr könnt euer Haus auch für Smart Home zumindest vorbereiten. Das ist nicht nur total praktisch, sondern steigert auch den Wert eures Eigenheims und ist zudem zukunftssicher. Ganz genau. Und wenn man das alles noch mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach abrundet, hat man schon fast alles für die Zukunft. Und nebenbei ein ziemlich energieeffizientes Haus. Fast? Wieso, was fehlt denn noch? Naja, deine Wärmedämmung solltest du in Abstimmung mit der Heizung gut kalkulieren, damit du möglichst wenig Energie brauchst. Und du solltest dir Gedanken darüber machen, wie das Wasser zum Duschen etc. erhitzt wird. Aber dafür haben wir ja eine sehr umfangreiche Checkliste gemacht und von dir gibt es ja auch noch jede Menge Videos zu den verschiedensten Themen, die wir hier oben verlinkt haben. Also Hände hoch, wer von euch plant schon einen Hausbau? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Von uns war es das soweit oder hast du noch was, Papa? Naja, höchstens noch, dass ihr den Baustrom rechtzeitig beantragt und rechtzeitig wieder abmeldet. Aber das macht ihr am besten mit dem Elektriker. Also, soweit für heute. Ich bin schon gespannt auf die nächste Woche. Ihr auch? Dann folgt mir doch einfach. Bis dann, eure Mia.